Davon? Feuer können wir auch gebrauchen. Oder wollen wir das essen? Das ist nur extrem teuer. Wir handeln jetzt mal. Wir haben jetzt eigentlich so ziemlich alles, was wir brauchen. Wir haben genug Essen. Ja, reichlich. Medizin ist auch okay. Baumaterial halt, aber wir haben Engine leer gekauft. Deshalb sagen wir Tüdelü. Und du fang an zu kochen. Was? Ach, weil wir bloß eine Karotte haben. Und das, weil wir zu wenig Wasser haben. Na gut. Weil, wenn wir es gekocht haben, das ganze Essen, kann man uns das nicht mehr rauben. Wenn wir überfallen werden in der Nacht, kann man uns das nicht mehr klauen. Wenn wir es nicht kochen, klaut uns das jemand. Oder kann uns das jemand klauen. Darum will ich es möglichst schnell kochen. Deshalb, versteht ihr? Aber, dass uns wenigstens ein paar Sachen halten bleiben, kochen wir jetzt mal 4 Meals. Wir wollten irgendwas aufrüsten. Wir wollten, glaube ich, den Ofen aufrüsten. Weil wir haben Tag 19. Bald könnte der Winter kommen. Dann haben wir nämlich... Oh! Oh! Dann ist halt einfach unser Baumaterial fast schon wieder weg. Aber wenn das nächste Mal der Winter kommt, nächsten Tag, dann ist Kaka im Dampf. Weil es ist schon 17 Grad. Dann bau mal. Ich kenne den Balkon da. Weißt du was? Wir haben genug. Haut dir das Ding doch rein. Also es geht ja anscheinend auch ohne Bandagen zu heilen, aber es geht halt einfach massiv länger. Oh, der ist jetzt auf maximal geupdatet. Mal da gucken, was das alles kosten würde. Kannst du Drehtabak-Zigaretten herstellen? Ja, kannst du. Wir stellen mal 3 Stück her. Warte. Junge? Nein, Mann. Jetzt hör auf damit. Nein, das baue ich nicht, weil das braucht hier so ein Ding. Hä? Ach, ich habe das falsch ausgewählt. Hier, Drehtabak-Zigaretten. Bau es mal noch so ein, dann kannst du noch ein paar mehr Zigaretten bauen. Du bist auch... Och, dir geht's gut. Okay. Siehst du traurig? Er ist nur noch leicht verletzt und er ist auch traurig. Also momentan geht's uns wirklich gut. Könnte man so sagen. Baust du das mal? Also gut im Sinne von Gemütszuständen. Außer halt Katja und Pavle, die sind beide so ein bisschen Depri. Ja, ich weiß, ich habe das Thema immer noch nicht angesprochen, das kommt noch. Nächsten Tag. Was? Oh nein. Wir haben wieder zu wenig. Fuck. Ach, weil wir. Ja. Danach könnt ihr wieder rauchen, meine Freunde. Aber dass ihr mir keinen Rauchalarm auslöst. Ja, also ich finde das Spiel wirklich noch nice, noch recht idyllisch, coole Atmosphäre. Und auch hier dieses Point to click und oder so halt.
in diese Perspektive. Ich finde das doch ganz witzig. Spielmethode sollte nicht viel mehr haben. Ich finde es lustig. Nicht so ein Survival-Game wie was auch nicht. Was anderes als ein First-Person-Ding. Ist wirklich mal was anderes. Also First-Person bestimmt auch witzig. Aber ja, gibt nicht. Könnten einen Alkohol herstellen. Weil wenn wir jetzt das nicht machen, kommt nächsten Tag bestimmt der Händler. Aber es ist mir wurscht und kriegt die Bandagen. Ja, wir beenden den Tag. Gehen plündern. Wache stehen. Große Menge Waffen brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ruhiges Haus. Leben die alten Leute immer noch da? Ich will hier mal, ne? Andere Gebiete und so. Tankstelle, etwas Waffen. Doppelhaus, Gefahr. Lagerhaus, Gefahr. Waren wir da noch nie? Bombardierte Schule. Da haben wir schon praktisch alles gelootet. Hier ist Gefahr. Stadt, Krankenhaus. Hier dürfen wir nicht. Weil wenn wir da uns Feinde machen, dann ist Kacke am Dampfen. Weißt du was? Wir probieren's. Oder? Ja, etwas zahle. Probieren's im Lagerhaus. Wir nehmen eine Waffe mit. Dass wir uns gegebenenfalls verteidigen könnten. Auch wenn es nicht das Ziel ist. Ach, ja, ich kenne das. Waren wir hier nicht schon? Nee, waren wir nicht. Okay. Da hat es noch einmal eine Tür, okay. Jetzt hoffen wir, dass da keiner rausgeht. Das gehört dem... Der hat eine Waffe. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Geht beide wieder rein. Bitte schön. Ein Auftrag, was für ein Auftrag? Komm schon. Der humanitären Hilfe sagt bescheuert. So, und jetzt beide, hopp. Du gleich hinterher. Dankeschön. Mittag, okay. Ja, mittags sind wir halt nie da. Ich habe mal von rechts irgendwie eine Tür gehört. Ein Holz, wow. Dafür Kopf und Kragen riskieren? Ich weiß ja nicht.
ihr seht, ich bin ein bisschen Schisser. Aber ich habe halt keinen Bock drauf zu gehen. Da oben war einer. Zum Glück sind wir nicht rein, weil der hätte uns gesehen. Jetzt kommt der. Wo gehst du lang? Dahin. Mach mal auf. Verdammt! Du siehst mich nicht, bitte, seh mich nicht, bitte, 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 bitte. Ja, geh weiter, Mensch! Schlägst du bald Wurzeln? Jetzt geht schon ein bisschen die Pumpe. Junge, willst du mich auf den Arm nehmen? Lauf! Weg! Und der sieht mich nicht? Was? Bist du denn für eine Wache? Tomaten auf den Augen? Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann sieht er mich bestimmt. Nein, Mensch, nicht hoch. Mach die Türe zu und... So, und jetzt ab dafür. Der hätte uns fast hier Zeit genommen. Ich hätte zwar noch gerne in den Keller reingewollt, aber nix Zeit. Alter Schwede. Das. Da hatten wir jetzt aber mächtig Glück. Ich hoffe, wir wurden nicht überfallen. Er hockt sich mal auf die Kisten. Ja, hallo Spiel. Spiel. Wir wurden geplündert. Jemand versucht uns aus, wir müssen eigentlich. Wir. Aber wir. Schafft's. Wir hatten gemacht. Ich habe es gestohlen. Macht leisten gute Arbeit. Pavle, geh pennen. Du. Geh auch mal pennen. Ach, und er ist nicht mehr verletzt. Das ist der Dufte. Oh, noch mehr Essen. So, jetzt haben wir vielleicht mal Zeit, das Thema anzusprechen. Und zwar wurde gewünscht, dass ich mal das Thema Flüchtlinge anspreche. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die aktuelle Flüchtlingslage gemeint ist, nicht Flüchtlinge generell. Also ja, generell. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich werde jetzt da ein bisschen meine Meinung zu sagen. Ich möchte hier vorweg festhalten, ich bin kein Ausländerhasser. Viele meiner Kollegen sind Ausländer, Migrationshintergrund. Und ich verstehe mich super mit denen, wirklich. Aber ich bin nicht der, der jedem alles in den Arsch steckt. Bei uns, ich komme ja aus der Schweiz, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, rechtlich her. Aber bei uns ist so, die Flüchtlinge können hierher kommen und wenn irgendein schlauer Büromensch entscheidet,
dass diese Person kein Flüchtling